Ich möchte dich einladen, heute mit mir eine ganz besondere Reise zu tun. Eine Reise in dein Herz. Mach es dir ganz bequem. Lege oder setze dich. Atme gleichmäßig ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Sei bereit, dich dem Göttlichen zu nähern und versetze deine Gedanken und dein Herz in einen Zustand der Ruhe. Du hast und musst jetzt nichts tun. Du darfst in diesem Moment einfach nur sein und dich entspannen. Mit jedem Ausatmen die Last des Tages von dir abfallen lassen und dich erinnern, was es bedeutet, nur einfach zu sein. Schließe deine Augen und bringe nun deinen Atem ganz bewusst in deinen Unterbauch. Und spür, wie dein Bauch sich wölbt, wenn er sich mit deinem Atem füllt. Und wie er sich wieder zurückzieht, wenn du ausatmest. Und dann wisse, dass du dafür gar nichts tun musst, denn dieser Atem ist dir geschenkt und du wirst geatmet. Fokussiere dich auf dein drittes Auge und stell dir vor, wie du von innen nach außen schaust mit dem Blick der Ahnen, der Großmütter und der Großväter, all die Weisen vorangegangen, die lichtvollen Wesen. Und dann richte dich auf dieses Licht geistig aus. Vielleicht flackert dieses Licht wie ein himmlisches Feuer. Spüre tief und ehre die Gegenwart der mit dir verbundenen Lichtwesen. Gegenwart deiner Ahnen und deiner geistigen Führer. Und nun beginne, gemeinsam mit ihnen zu atmen, als Einheit. Ihr atmet ein und wieder aus. Und währenddessen ihr ein- und ausatmet, zieht das Licht, das Feuer dich an einen Ort auf dieser Erde, der für dich der schönste Platz ist. Ein Ort, an dem du dich wohlfühlst, zu Hause fühlst. Das kann überall sein auf dieser Welt. Es kann dein kleiner, eigener Garten sein oder ganz in der Ferne. Vielleicht siehst du dich in den Bergen oder an einem Ort mit Bäumen, auf
auf einer Lichtung, einem Ort mit Seen und Flüssen, Bächen und Quellen. Oder in einer trockenen Sandwüste, in der sich die Fülle des Lebens zu verbergen scheint. Wichtig ist hier nur, dass es etwas ist, was du als schön und sicher empfindest, etwas, was dir gut tut. Und dann stell dir so viele Details als möglich vor. Schau dir alles ganz genau an. Wenn du dich in den Bergen befindest, dann schau auf die einzelnen Gipfel. Sind sie schneebedeckt? Siehst du die Wolken? Himmel? Sind sie weiß? Oder ist der Himmel klar? Spürst du den Wind auf deiner Haut? Oder die Kraft der Sonne? Vielleicht bist du ja auch in einem Wald und spürst, wie sich die Bäume im Wind bewegen. Und du wirst leise und lauschst. Vielleicht sind in deiner Nähe Tiere, Rehe, Füchse, Hasen oder Vögel. Vielleicht schreit ein Adler und du spürst die Kraft, die von ihm ausgeht. Dein Bär richtet sich auf. Schau dir alles genau an. Und dann schau nach unten in die Weite, schau auf das klare Wasser, schau auf die Flüsse und Seen. Und beginne, Liebe zu empfinden. Liebe für diesen Ort. Liebe für die gesamte Natur. Liebe für die Weite des Himmels und die Tiefe der Erde. Eine Liebe, die immer stärker wird. Und dann wachse. Wachse immer weiter in den Raum hinein, in den Raum der Liebe. Bis dein Herz im Einklang schlägt mit der Natur, mit der Wärme, deiner Liebe zur Natur. Wie die Wellen deines Herzens sich ausdehnen. Während du überfließt. Und irgendwann, dann merkst du, dass der Moment gekommen ist. Du spürst einen Impuls in dir. Und dieser Moment ist der Moment, wo du deine Liebe zum Mittelpunkt der Erde sendest. Das ist deine Absicht, deine Liebe zu verschenken.
sie fließen zu lassen, zur großen Mutter Pachamama. Sende deine Liebe zum Mittelpunkt der Erde, sodass Mutter Erde deine Liebe, die du für sie empfindest, spüren kann. Und du kannst auch, wenn du magst, deine Liebe in eine Form geben, zum Beispiel in eine Energiekugel. Und diese Kugel an Mutter Erde senden, was auch immer für dich gut und richtig erscheint. Wie auch immer du deine Liebe verschenken magst, folge deinen Impulsen. Dann werde still. Warte ab wie ein Kind. Warte, dass Mutter Erde, Pachamama, dir ihrerseits ihre Liebe sendet und du ihre Liebe spüren kannst. Du bist ihr Kind und sie liebt dich. Und dann spürst du ihre Liebe. Angenehm. Warm. Sanft und voller Weichheit erfüllt sie dich. Und während du die Liebe deiner Mutter empfängst, öffnest du dich ihr. Du öffnest dich ihr völlig und lässt zu, dass diese Liebe sich überall in deinem Körper verteilt. In jeden Winkel, in all deine Zellen. Lass zu, dass sie deine Zellen flutet. Lass zu, dass dein Lichtkörper von der Liebe der großen Mutter durchdrungen wird. Lass zu, dass sie sich überall hinbewegt, ganz wie sie möchte, ganz wie es für dich genau richtig ist. Und spüre diese wundervolle Liebe, mit der Pachamama dich umgibt. Und flutet. Und dann verweile. Verweile in dieser Einheit mit Mutter Erde, bis es sich vollständig und vollkommen anfühlt. Genieße die Einheit mit Pachamama, Gaia. Und dann, im genau richtigen Moment, den nur du kennst, wendest du innerlich den Blick nach oben. Du wendest deinen Blick Vater Himmel zu, dem großen Geist, deinem himmlischen Vater. Und bleibst gleichermaßen in der liebevollen Einheit mit Pachamama. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf den Nachthimmel, indigoblau und durchdrungen von Sternen,
schaust dir diese Schöpfung an. Außerhalb. Außerhalb der Erde. Du siehst die Galaxien, du siehst die Milchstraße, du siehst Planeten, du siehst den Mond. Die Sterne. Und du siehst es alles um dich herum kreisen, um die Erde kreisen. Und du weißt, dass hinter diesem nächtlichen Himmel auch die Sonne verborgen ist, hinter der Erde. Und erkennst die unfassbare, unendliche Weite und Tiefe dieses Raums. Spürst die Liebe für Vater Himmel. Dem großen Geist, der mit Mutter Erde, der göttlichen Mutter, alles erschaffen hat. Jeden Baum, jeden Berg, Jesus Wesen. Und du spürst deine Liebe zu ihm. Und wenn die Liebe so stark wird in dir, dass du das Gefühl hast zu platzen und sie nicht mehr länger in deinem Inneren halten kannst, dann lässt du sie mit der Kraft deiner Absicht zum großen Geist aufsteigen in den Himmel. Du kannst es natürlich wieder in eine Form packen. Dir vorstellen, wie das Licht deiner Liebe aus dir herausstrahlt und einen Energieball oder eine Kugel formt. Schick deine Liebe in den Himmel. Pack deine Kugel und schick sie ins Gitternetz. In das Wort des Einheitsbewusstseins, damit deine Liebe um die gesamte Erde fließen kann, damit deine Liebe sich ergießt. Ob du dieses Netz nun kennst oder auch nicht, spielt hierbei keine Rolle. Stell dir einfach nur vor, dass unsere Erde gehalten ist von lichtvollen Netzen. Und dann schicke deine Liebe zur Sonne. Auch wenn du das Licht der Sonne nicht immer siehst. Die Sonne ist mit allen anderen Sonnen und allen anderen Planeten und Sternen verbunden. Die Sonne ist das Leben. Und deshalb ist es verbunden mit allem, was lebt. Überall auf dieser Welt. Und du kannst deine Liebe auch der großen Zentralsonne schicken. Muttersonne, Vatersonne. Oder du schickst sie dem Nabel, dem Zentrum unserer Galaxie. Du wählst. Und es geht nur darum, dass deine Liebe alles Leben im Kosmos, alles Leben auf dieser Erde und wo auch immer erreicht.
Und dann, wenn du deine Liebe in den Himmel geschickt hast, zum göttlichen Vater, zum kosmischen Vater, dann werde wieder still und warte ab. Warte darauf, dass der Vater, der große Geist, dir seine Liebe schickt. Und das wird er natürlich tun, weil du bist sein Kind. Sein Kind in alle Ewigkeit. Er ist der Vater von allem, was existiert, und er wird dich immer und unendlich lieben. Und wenn du spürst, wie die Liebe des göttlichen Vaters in dein Wesen eintritt, dann lass zu, dass die Liebe sich überall hinbewegt, genau wie bei der Liebe von Pachamama, Mutter Erde. Wohin sie auch will, es ist die Liebe deines Vaters und sie ist vollkommen rein. Mutter Erde und Vater Himmel sind in unendlicher Liebe verbunden und vereint. Und sie lieben dich, ihr göttliches Kind. Das ist die Dreieinigkeit und du öffnest ganz einfach dein Herz für die Gegenwart Gottes. Und du atmest. Ein und aus. Der Kosmos atmet mit dir ein und aus. Die Erde atmet mit dir ein und aus. Ein und aus. Du bist verbunden mit dem Einheitsatem zurück in dir. Richte nun noch einmal ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf deinen Herzbereich. Und wenn du magst, leg dir sanft deine Hände über Kreuz auf deine Brust. Spür, wie du ein- und ausatmest und spüre, wie dein Herz klopft. Es schlägt im gleichen Rhythmus mit Mutter Erde und Vater Himmel. Ihr atmet ein und wieder aus. Und dann nimm einen ganz tiefen Atemzug und atme in den gesamten Herzbereich hinein. Tief und fest einatmen durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal. Und dann mach dich bereit. Bereit, all diese Liebe ganz bewusst in dein Leben mit hineinzunehmen, in die Rolle
die du spielst, in die Räume, die du erfüllst, auf die Erde, die du berührst, in die Augen, in jene du schaust, in die Nahrung, die du zu dir nimmst, in alles, was existiert. Und dann schau, wie dein Leben sich verändert, wie es bunter wird. Liebevoller. Öffne nun langsam deine Augen und schau zunächst einmal durch die Decke hindurch bis in den Himmel hinein. Bleib noch eine Weile bei dir und beginne sanft deine Fingerspitzen zu bewegen, deine Füße, deine Zehen. Vielleicht magst du dich auch recken und strecken. Noch einmal tief durchatmen und dann komm an im Hier und im Jetzt. Vollkommen mit all deinen lichtvollen Aspekten. Mit all deiner Schönheit, mit deiner gesamten Präsenz. Und vor allen Dingen mit der Liebe deiner kosmischen Eltern und deines kosmischen Kindes.